Dieses Kapitel wird Ihnen präsentiert von Europa der Regionen ist ein Begriff, der sich im Lauf der Jahrzehnte der europäischen Integration entwickelt hat und der eines ganz deutlich gemacht hat: die ursprüngliche Konzeption der EU oder der Vorgänger der EU als eine Zusammenarbeit von Staaten mit den Staaten als Akteuren und sonst niemanden, war nicht mehr aufrechtzuerhalten. Es war sinnvoll und notwendig, weitere Akteure hinzuzugewinnen, aus verschiedenen Gründen, aus politischen Gründen, aber auch um stärker Identität zu schaffen. Und die ist eben ganz stark in den Regionen verwurzelt. Das heißt, in den Regionen habe ich Identität, da habe ich auch ganz viel Know-how. Einer der tragenden Grundsätze der Europäischen Union ist die Subsidiarität. Das bedeutet, die kleinstmögliche Ebene, die in der Lage ist, ein Problem zu lösen, soll auch zuständig sein. Und das Bewusstsein, dass die Regionen ein ganz wertvoller Akteur in der europäischen Integration ist und sein kann, wurde dadurch gestärkt, sodass es zu einer stärkeren Akzentuierung gekommen ist der Regionen, und dadurch hat sich dieser Begriff des Europas der Regionen entwickelt. Europa der Regionen bedeutet, wir haben 274 Regionen innerhalb der Europäischen Union. Die Nationalstaaten ergeben natürlich ein bestimmtes Gefühl innerhalb der Bevölkerung. Die Bösen sind die, also unter Anführungszeichen natürlich, sind die Nationalstaaten. Es gibt innerhalb der Europäischen Union immer wieder so ein regionales Zusammenhaltsgefühl, und es kommt immer mehr das Bewusstsein durch, wir müssen regional stärker werden, wir müssen regionale Produkte entwickeln, wir müssen einfach unsere Region in den Vordergrund stellen. Deswegen Europa der Regionen und nicht Europa der Nationen. Die 28 sind natürlich die Mitgliedstaaten, aber es gilt, diese 274 Regionen entsprechend zu präsentieren, zu repräsentieren. Und wir merken mit unserem Steiermarkhaus in Brüssel, mit einer entsprechenden Repräsentanz auch in Brüssel, dass die Regionen auch Einfluss nehmen können auf europäische Politik. Landespolitik, regionale Politik ist auch Europapolitik. Als die EU gegründet wurde, oder die Vorgängerorganisation der EU in den 50ern, waren es 6 Staaten, die die Gemeinschaften gegründet haben, von denen nur ein Staat föderal war, das war Deutschland. Das war aber auch völlig egal, weil die Konzeption sah vor, Mitgliedstaaten, die gemeinsame Institutionen als sozusagen Werkbank schaffen, in denen der Wille der Staaten auf einen gemeinsamen Nenner gebracht wird. Man hat dann schon in den 60er Jahren das etwas vorwurfsvolle Diktum der Bundesstaatsblindheit der europäischen Gemeinschaften geschaffen, weil es völlig egal war, wie ein Staat intern strukturiert war, zentralistisch oder bundesstaatlich. Im Lauf der Jahrzehnte ist aber das föderale Element in vielen europäischen Staaten stärker geworden. Viele europäische Staaten wurden föderaler, und das hat sich dann früher oder später auch auf die europäische Ebene umgeschlagen. Und man hat daher in den 70er und vor allem in den 80er Jahren begonnen zu schauen, wie können wir das Know-how, die Erfahrungen der regionalen Ebene stärker in den europäischen Politikgestaltungsprozess einbringen. Und diese Entwicklung hat zu einem Begriff geführt, der das heutige System der Politikgestaltung in der EU beschreibt. Das ist Multilevel Governance. Es gibt keine geeignete deutschsprachige Entsprechung dafür. Aber Multilevel Governance bedeutet eben ganz genau das. Es sind nicht nur die Staaten als Akteure, sondern es ist eine Mehrebenensystematik, wo alle die, die zur Lösung eines Problems sinnvoll beitragen können, auch aufgerufen und eingeladen sind, an der Lösung des Problems mitzuwirken. Und das bedeutet, gerade die Regionen, unabhängig vom Willen der Staaten, also hier kann es durchaus Unterschiede geben zwischen dem, was ein österreichisches Bundesland in einer Frage möchte und was die Haltung des Bundes ist. Aber die Bundesländer werden als eigenständige Akteure wahrgenommen und auch ganz explizit von der EU eingeladen, Stellung zu nehmen. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Bundesland in einem europäischen Politikprozess
sich einbringen kann. Es beginnt bei europäischen Institutionen wie dem Ausschuss der Regionen, wo jedes österreichische Bundesland vertreten ist, plus Städtebund und Gemeindebund. Bei Konsultationen, die die EU durchführt, die ganz explizit auf alle relevanten Stakeholder abzielt, also nicht nur auf die Staaten, sondern auf Regionen, Städte, aber auch auf Akteure der Zivilgesellschaft. Und ganz wesentlich für uns natürlich, wir haben ein eigenes Büro, ein eigenes Haus in Brüssel, das gezielt Interessenvertretung für die Steiermark macht. Und das haben wir auch versucht in unserer steirischen Europastrategie, Europavision 2020, umzusetzen. Und dieser Ausschuss der Regionen bringt Meinungen zu Dokumenten, die auf europäischer Ebene diskutiert werden, aus der Sicht der betroffenen Bürger in diesen Regionen mit ein. Ich halte es für ganz, ganz wesentlich, auch wenn er nicht direkt die Macht hat, das 1:1 umzusetzen, weil alle Untersuchungen zeigen, dass jene Gebietskörperschaften bei den Menschen am besten ankommen, wo der Bürger zu Hause ist. Deswegen ist die Gemeinde ja die beliebteste Gebietskörperschaft und dann kommt irgendwann das Land, der Bund und Europa ist weit hinten, weil er weit weg, weit weg ist. Und dieser Ausschuss der Regionen ist so eine Brücke zwischen dem, was sie auf europäischer Ebene tut, in der Transformation in die Regionen und Städte und spiegelt es dann auch wieder retour, ob das dort ankommt oder nicht. Und in meiner speziellen Funktion im Wirtschaftsausschuss nehmen wir uns halt wirtschaftspolitischer Themenstellungen an, Stichwort TTIP zum Beispiel, wo wir aus Sicht der Regionen und Städte halt die Meinung auch einbringen und versuchen, das mehrheitsfähig zu machen auf europäischer Ebene. Das ist eine spannende Arbeit. Ich bin heute der Vertreter der Steiermark in diesem Ausschuss der Regionen und dass ich den Fachkommissionsvorsitz habe, ist ein Kompliment an das Bundesland. Wir waren ja eine europäische Unternehmensregion im Jahr 2013, aber auch ein bisschen ein Kompliment für die wirtschaftspolitische Arbeit, die wir leisten, weil wir heute schon europaauffällig geworden sind bei Forschung und Entwicklung und das spürt man, glaube ich, auch in Brüssel, dass wir präsent sind.